Hi ho und willkommen, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu einem weiteren kleinen Let's Show von mir. Nämlich wieder einem netten kleinen Dungeon-Crawler, namentlich The Fall of the Dungeon Guardians. Wie gesagt, ist ein Dungeon-Crawler. Im Gegensatz jetzt zu Vaporum, was ich am letzten Wochenende vorgestellt habe, ist dieses Spiel wieder ein Gruppenrollenspiel. Also mit der Vierergruppe. Und im Gegensatz zu Legend of Grimrock ist es ein taktisches Rollenspiel. Also wir haben aktive Pause. Aber das werdet ihr ja alles sehen, wenn wir jetzt dann reinstarten. Ich habe vor einer ganzen Weile mal das Spiel angetestet ein bisschen und auch ein paar Spielstände angelegt, wie man sehen kann. Aber in der Zwischenzeit sind ziemlich viele Builds hinterhergekommen. Wie man sehen kann, sind wir auf Version 1.0i. Mittlerweile hier unten. Man sieht meine Hand schon nicht mehr. Damals war es, glaube ich, noch Early Access, als ich es das erste Mal angetestet habe. Also dürfte sich einiges geändert haben. Deswegen würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel. Ruhig als... Ne, nehmen wir mal Abenteurer, weil Soldat ist vielleicht dann zu schwer. Das wäre eher so eine Sache, wenn ich offscreen spiele. Also nee, nehme ich Abenteuer. Das hier ist zum Beispiel neu. Ich habe vor kurzem mal kurz reingeguckt. Diese Auswahlsachen. Also gerade Auto, solche Sachen wie Autosave ausstellen, weniger Gegner. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also wenn wir Standard Modern auswählen, dann wird das angehakt. Wenn wir Hardcore auswählen, dann ist nur automatisch Speicher drin. Was ich allerdings gerne hätte, sind die beiden Annehmlichkeitsfunktionen hier, die eigentlich nicht viel am Schwierigkeitsgrad ändern. Nämlich, dass ich Gegenstände am Boden sehe, wenn sie manchmal schlecht zu sehen sind. Und ich habe gemerkt, dass ich es ausgetestet habe, es ist doch recht nervig, ständig für alle Chars einen neuen Gegner für die Auto-Attack auszuwählen. Deswegen schalte ich das hier auch ein. Und wir starten ein neues Spiel. Ich muss von vornherein hinweg sagen, die Grafik ist jetzt nicht hammergeil. Also Legend of Grimrock hat schon ein bisschen bessere Grafik als dieses Spiel, aber sie ist ganz okay. Abgesehen von ein paar NPCs, die uns am Anfang begrüßen. Also die Gegnermodelle sehen schon ein bisschen besser aus, als es die NPCs tun. Aber das sehen wir ja gleich. Ja, namentlich er hier. Mit seinen blinden Augen. Hey, du bist der neue Rekord, richtig? Ich habe auf dich gewartet. Also ja, man könnte das Intro überspringen und gleich zum Character Creator übergehen. Aber damit ihr auch die Hintergrundstory kurz begreift, damit ich sie nicht erklären muss, besser gesagt, machen wir das einfach mal kurz. Also er ist der Torwächter, der Blinde, der eine Fackel braucht. Komm schon, lass uns deinen neuen Arbeitsplatz aufsuchen. Ja, und wir sollen jetzt zu ihm auf dem Fahrstuhl. Wirf einen letzten Blick auf das Sonnenlicht. Du wirst es für eine lange Zeit nicht wiedersehen. Geduld, das wird ein langer Weg nach unten. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Ja, weil da geht's runter. Tief runter. So, du wirst also ein Wächter da unten im Dungeon sein, richtig? Ja, würde ich gerne. Entschuldige, dass ich frage, aber meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Was ist dein Geschlecht? Ja, ich bin ein Mann. Oh, ich sehe, du hast keine... Ich meine, du hast... ja. Was genau meinst du? Oh, der hat doch Augen da oben. Also hier sieht man sie, hier sieht man sie. Ganz schlecht. Entschuldigung, ich meinte, was ist dein Name? Harry Illifeld Tatius Ewald Senhelm Hagrim. Das ist ein schöner Name. Er erinnert mich an den Namen eines Schweins, das ich mal hatte. Was? Ja, tut mir leid. Nichts. Nur das Gebrabbel eines alten Mannes. Hör nicht hin.
Sei nicht so still. Sag mir lieber, welcher Rasse du angehörst. Er sieht halt schlecht. Wir sind natürlich ein Zwerg. Oh, richtig. Das erklärt, dass du so klein bist wahrscheinlich. So was. Ja. Ich habe nichts gesagt. Du etwa, wie auch immer, welche Art von Wärter wirst du in unserem Gefängnis sein? Ein Wächter natürlich. Ich liebe es, Dinge zu zerschneiden. Ich bin ein Henker. Ich bin hier, um das Wohlergehen aller zu sichern. Ich bin ein Heiler. Meine magischen Kräfte sind schneller als irgendwelche fliehenden Gefangenen. Ich bin ein Magier. Ein Wächter natürlich. Dachte ich mir, du siehst wirklich wie einer aus. Du scheinst voller Vorurteile zu sein. Mala Games Present. Und ja, mit der rechten Maustaste können wir uns umsehen. The Fall of the Dungeon Guardians. Und irgendwas stöhnt hier ganz böse. So. Das ist der Gefängnisdirektor. Oh, da bist du ja endlich ein frischer Rekrut. Ich bin der Direktor dieses Gefängnisses. Ich wollte dich persönlich hier begrüßen. Ich habe von all deinen großen Taten gehört. Nein, ich scherze nur. Ich habe keine Idee, wer du bist. Ich hörte nur den Aufzug runterkommen. Ich bin sicher, dass du ein Niemand bist, wie all die anderen Wärter auch. Ja, das ist sehr freundlich. Komm schon, folge mir. Ich zeige dir die Nachtquartiere, lasse dich einen guten Nachtschlaf haben und gib mir dir morgen deine Aufgaben. Und ja, es gibt einen Aufstand hier. Hey, lahm Arsch, steh auf. Endlich bist du wach. Du hast den ganzen Aufruhr verschlafen. Alle Gefangenen sind geflohen, alle 15. Frag mich nicht, wie das passieren konnte. Ich war mit dem Löschen des Feuers beschäftigt, das mein Büro verwüstet hat. Offensichtlich läuft hier etwas wirklich schief, also muss ich das Gefängnis über den Aufzug verlassen. Aber ich kann die Gefangenen nicht entkommen lassen. Sie haben nicht den Aufzug genommen, müssen also in den Dungeon geflohen sein. Weißt du was? Wenn ich dich so sehe, sehe ich einen Anführer, einen echten Helden. Hier befördere ich dich zum Chef des Einfangtrupps. Ja, ich denke eher, dass das eine Strafe ist. Viel Glück. Wie viel Glück du hast? Schon an deinem ersten Tag übernimmst du Verantwortung. Keine Bange, ich lasse dich die Gefangenen nicht alleine einfangen. Du kannst drei andere Trottel, ups, ich meinte Helden, wie dich unter den anderen Wärtern auswählen, die dich bei deiner noblen Aufgabe unterstützen. So, jetzt kommen wir endlich in den Charakter, in die Gruppenerstellung. Wir wollen natürlich eine eigene Gruppe haben. Ja, Seele ändern. Achso, das ist der Hauptcharakter. Ja, gut. Also, man sieht gleich mal, das Spiel schlägt einem hier Rollen vor. Man kann natürlich, wenn man verrückt genug ist, viermal Tank reinpacken. Wenn man es wirklich schwer haben will. Oder gar keinen Tank reinpacken. Das Spiel schlägt einem jedoch vor, einen Tank dabei zu haben, einen Heiler, einen Schadensausteiler und noch einen Schadensausteiler. Und ich werde jetzt die alle nacheinander erstellen. Also ich werde sogar Hagrim neu erstellen. Ich könnte auf alle Wächter oder auf kompatible Wächter umswitchen. Und zwischen Basis- und Benutzerwächter, man sieht hier meinen alten Breno hier. Den schmeiße ich mal nicht raus. Sondern erstelle einen Wächter, nämlich einen Zwerg. Also ja, hier unten, da war ich jetzt gerade so schnell, hier unten sieht man die Attribute, was sie machen, weil jede Rasse hat halt seine eigenen Plus- und Minuspunkte. Außer Mensch, die haben nur plus 1 auf Willenskraft, was Mana-Regeneration, Magieresistenz und Blocken erhöht. Deswegen am besten hier raus den Heiler oder den Magier machen. Ja. Zwerg, Stärke, Stärke plus 1, Beweglichkeit minus 1 und Ausdauer, also Stärke. Nahkampfangriff und Parieren. Beweglichkeit ist runter, das heißt. Für beweglichkeitsbasierte Schadensausteile. Kritische Trefferchancen ins Ausweichen niedriger. Also ja, als Tank würde er natürlich viel einstecken. Und Ausdauer eben. Gesundheitspunkte, Regeneration und Mana-Regeneration.
Expertise. Verringert die Chance abgewehrt zu werden. Maximal nützlicher Prozentsatz ist 5%. Da maximale Parierchance der Gegner bei 5% liegt. Hm. Also ja, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen gibt, der Expertise hat. Also bleiben wir bei Zwerg. So, männlich natürlich. Ha. Großes Haar bitte. Hagrim. So. Und hier wird gerade angezeigt, welche Klassen keine Spezialisierung zur Verfügung stellen, die jetzt gerade in die Rolle Tank passt. Also entweder nehme ich einen Schurken oder einen Krieger. Und zwar, wenn ich auswähle, werden mir die, die Spezialisierungen angezeigt. Duelland wäre eine, wäre halt ein Tank. Ich werde aber ganz klassisch den Beschützer nehmen. Er kann nämlich alle Nahkampfwaffen benutzen, kann gut taunten und so weiter. So, ich habe gerade mal zwei Zwergenbilder zur Auswahl und das hier ist der Typ aus dem Ladescreen. Also ja, man sieht 11 Menschen, 3 Stück. Zwerge, 2 Stück. Elfen 3, wobei der hier noch als Dunkelelf durchgehen könnte, der auf jeden Fall ein Dunkelelf ist und 2 Halblinge. Da mir aber dieser Zwerg hier besser gefällt, nehme ich den. Und kann mir jetzt hier eine tolle Stimme aussuchen. Und ja, es gibt bereits Workshop-Upgrades, um noch mehr Porträts runterzuladen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber hm. Auf ihn passt Stimme 3. So, Hagrim. Damit haben wir unseren Tank. Als nächstes den Heiler. Da hatte ich damals Silastra als Druidin. Wie gesagt, ich nehme einen Mensch als Heiler. Wobei nehme ich einen Elf als Heiler. Beweglichkeit, Aufmerksamkeit. Erhöht Zauberkraft, Mana und Expertise. Das heißt, 11 wäre eigentlich besser als... als Angriffszauberer. Vor allem, weil auch die Ausdauer niedriger ist. Dunkelelf. Aufmerksamkeit, Willenskraft, Ausdauer. Willenskraft minus 1 ist auch wieder blöd, wegen der Mana-Regeneration. Aber Halbling möchte ich nicht unbedingt. Na gut, nehmen wir Mensch. Weiblich. Das ist jetzt Illana. Meine Heilerin. Oder auch Magierin manchmal. Sie wollte ich eigentlich zur Priesterin machen. Denn Druide ist einfach wirklich Heilzauber-Spam. Bei Priester kann man wenigstens noch ein paar andere Sachen, also buffen und so weiter. Jo. Priesterin. Nur ein passendes Bild für Illana fehlt jetzt gerade. Was habe ich sie? Ich hab sie zum Mensch gemacht, gell? Ja. Ich werde vergesslich. Ne, ich mach sie zur Elfin.
Elf, weiblich, Elana, Heiler, Priesterin. Die Stimme. So. Silastra war auch ein weiblicher Elf. Druide. Und hatte dieselbe Stimme. So, Schadensausteiler. Da hatte ich Talisa als Paladin und Tarion als Magier. Ich könnte eigentlich fast schon Talisa nehmen, aber ich erstelle sie einfach mal neu. So, Talisa. Ja, möchte ich überschreiben. Krieger. Paladin nämlich. Weil ich Paladin er ist nicht ganz so verheerend wie der Soldat, besitzt er, dafür besitzt er viele Schutzfähigkeiten, jo. Und nehmt das Bild für sie. Weil das irgendwie besser passt. So. Mensch, Paladin, weiblicher Krieger, jo. Und dann brauche ich noch Tarion. Tarion ist wieder ein Mensch. Tarion. Wobei ich am Überlegen war, ob ich nicht Silastra als Ranger mit reinnehme. Aber die Schurkenklasse, die kenne ich überhaupt nicht. Die ist für das Let's Show jetzt irgendwie nicht so wirklich geeignet. Deswegen bleibe ich beim Magier. Leben der Feinde entziehen. Elementarmagier, Arkanist. Bleibe ich bei Elementarist. Und ja. Das einzige Bild, was mir hier von den dreien irgendwie gefällt, ist eher hier. Und nehmen wir mal einfach automatisch. So. So, Tarion. Damit ist eigentlich unsere Gruppe komplett. Und wir können starten. So. Steuerung ist bekannt. Hier unten sehen wir unsere ganzen Fähigkeiten. Schnellheilung, rechtschaffener Schild. Sie hat zum Beispiel, jetzt sehe ich gerade, drei Fähigkeiten. Oh, kann ich während des Kampfes rituelle Gesundung verwendet werden. Gut. Damit kann ich Gruppenmitglieder an- und abwählen. Also wenn ich nur einzelne Gruppenmitglieder anwählen möchte. Und wir können uns erstmal hier umsehen. Und ja, man merkt schon, im Gegensatz zu Legend of Grimrock ist die Bewegung nicht ganz so smooth. Wir haben aber schon mal Zeug eingesammelt. So. Hey, ich denke, es ist Zeit, uns vorzustellen. Ich bin Tarion und ich bin ein Schadensausteiler. Ich bin vor Erfolg unserer Mission überzeugt. Ja. Hallo, ich bin Elana, ich bin ein Heiler. Ich hoffe, wir schaffen es. Hi, ich bin Talisa, ich bin ein Schadensausteiler. Oh, wir sind tot. Oh, und wir sind tot, okay. Hi, Jungs, ich bin Hagrim, ich bin ein Tank und ich bin euer Anführer bei dieser Operation, vermute ich. Ich hoffe, dass ich uns nicht allzu schnell in den Tod führe. Bin mir nicht sicher, wie es enden wird, aber hoffen wir das Beste. Wenn ihr meiner Führung folgt, werden wir es sicher alle lebend hier rausschaffen. Hoffen wir das Beste. Werden wir sicher tun. Okay, lass uns gehen, wir haben nicht viel Zeit. Hey Boss, du musst den Hebel da betätigen, um den Raum zu verlassen. Also ja, es ist Unity-Grafik. Und hier sieht man schon mal Zellen. Und wir haben für dieses Level noch keine Karte. Die gefährlichsten Verbrecher des Königreichs waren hier eingesperrt und nun sind sie alle weg. Niemand mehr da.
Ja. Wir können uns halt umsehen und wie in alter Dungeon Crawler Manier gegen Wände klopfen. Nachricht zum Inventar hinzugefügt. So, die können wir mal lesen. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte auf eine Bank liegen. Ich bin sicher, wenn ich das könnte, würden tolle Dinge passieren. Also ja, ein Hinweis. Dass wir uns auf eine Bank legen sollen. Und hier ist nichts. Da sind wir rausgekommen und da waren halt die, hier waren halt die ganzen Zellen. Nö, passiert nichts gerade. Gut. Da liegt jedoch was. Silberner Rubinring. Plus 4 Ausdauer. Klingt doch schon mal gut für unseren Tank. So. Da kommen wir her. Ich glaube, da ist der Ausgang gewesen. Ah, das ist die Waffenkammer, das, was davon übrig ist. Möglicherweise gibt es hier nichts Nützliches für uns, also sollten wir keine Zeit verlieren. Jo. Wir können uns halt nur hier einschließen. Und Schwerter von den Wänden nehmen.